Herzlich willkommen bei Marcus and Movies. Heute mit der Neuauflage eines weiteren Kaiju-Klassikers. Der unbesiegbare Mechagodzilla. Der Erfolg von GMK belebte die Godzilla-Reihe wieder und natürlich wollte Toho darauf aufbauen. Produzent Shogo Tomiyama bot Regisseur Shusuke Kaneko sogar an, einen weiteren Godzilla-Film zu drehen. Kaneko lehnte aber ab. Er hätte zwar durchaus Lust auf Godzilla, jedoch war ihm der Produktionsplan der Toho etwas zu eng geschnürt. Wäre es nach ihm gegangen, wäre GMK erst im März 2002 rausgekommen. Er wollte mehr Zeit für die digitalen Effekte. Toho aber bestand auf einen Release im November 2001 zum Tokyo International Film Festival und einen landesweiten Start im Dezember. Darüber wurde nicht diskutiert und das war mit Kanekos Arbeitsweise auf Dauer nicht vereinbar. Tomiyama wandte sich daher wieder an Migagiras Regisseur Masaaki Tezuka. Er sollte Kanekos Erfolg wiederholen und Tomiyama hatte dafür auch die passende Idee. Eine neue Geschichte um Mecha-Godzilla. Die Neuauflagen von Mothra und Ghidorah kamen ja an, warum also nicht den alten Metallgiganten wieder rausholen? Autor Wataru Mimura erdachte eine Story, die Tezuka dann auch relativ umwegsfrei realisierte. Dabei griff er großteils auf das erprobte Team von Migagiras zurück. Das Ergebnis kam am 14. Dezember 2002 als Godzilla ex Mechagodzilla in die japanischen Kinos. International ersetzte man das X durch ein Against. 1999 taucht während eines Taifuns ein neuer Godzilla auf. Eine Spezialeinheit der Armee zur Bekämpfung unbekannter biologischer Phänomene stellt sich ihm entgegen, ist aber machtlos. Maser-Pilotin Akane Yashiro rammt im Gefecht aus Versehen einen anderen Wagen, der direkt vor Godzillas Füße fällt. Die Insassen kommen ums Leben und Akane wird zur Strafe ins Archiv versetzt. Kurz nach Godzillas Rückkehr wird das Skelett des ersten Godzilla entdeckt. Im Auftrag der Regierung soll Professor Yuhara DNS aus dem Skelett entnehmen und zusammen mit einem Expertenteam einen biologischen Roboter konstruieren. Wir wollen einen mechanischen Godzilla herstellen, um ihn zu besiegen. Der Roboter erhält den Codenamen Kiryu. 2003 wird das Projekt fertiggestellt und Akanes Vorgesetzter setzt sie als Kiryus Pilot ein. Bei Kiryus Präsentation taucht Godzilla auf und es kommt zum Kampf. Der Sieg scheint schon sicher, da beeinflusst Godzillas Gebrüll Kiryus Zentralcomputer. Er sieht Erinnerungsfetzen vom ersten Godzilla und beginnt Amok zu laufen. Godzilla zieht sich aber in der Zeit zurück und Kiryu geht nach einer Stunde die Energie aus. Der Fehler wird rasch behoben und als Godzilla zurückkehrt, sind Akane und Kiryu bereit. Als die Fernsteuerung beschädigt wird, steigt Akane sogar direkt in Kiryu und schlägt ein Unentschieden heraus. Godzilla zieht sich verletzt zurück, aber Kiryu ist zu beschädigt, um ihm nachzusetzen. Ein Rematch ist somit also beschlossene Sache. Masaaki Tezuka übernahm mit der Regie beim neuen Mechagodzilla eine etwas undankbare Aufgabe. Der direkte Vorgänger GMK wurde von fast ganz Japan euphorisch gefeiert und der letzte Mechagodzilla-Auftritt gilt bis heute als großes Kaiju-Highlight. Da einen zufriedenstellenden Anschluss zu finden, ist nun wirklich nicht einfach. Tezuka freute sich aber nochmal an Godzilla ran zu dürfen und nutzte die Chance, um eine neue Kaiju-Welt zu erschaffen. Against Mechagodzilla basiert nicht nur auf dem ersten Film von 1954, sondern auch auf anderen Kaiju-Klassikern. In die neue Timeline gesellen sich die Filme Mothra, Frankenstein Conquers the World sowie dessen Nachfolger War of the Gargantuas und, wie wir im Nachfolger erfahren, auch der heute eher vergessene Film Space Amoeba. In diesem Szenario haben die Menschen 1966 eine Anti-Monster-Spezialeinheit gegründet und immer weiter ausgebaut. Deren Hauptwaffe ist der Maser-Panzer, der nun auch wieder ganz klassisch designt ist. Godzilla ist in dieser Kaiju-Welt erst einmal 1954 aufgetaucht. Der neue Godzilla ist also erst der zweite überhaupt und auch etwas Besonderes. Aber Godzilla ist etwas anderes. Er ist nicht mit den anderen Monstern zu vergleichen. Eine Kleinigkeit am Original Godzilla hat man aber abgeändert. Eigentlich löst sich Godzillas Skelett am Ende auf. Damit wäre natürlich die Basis für Kiryu weg. Deswegen sehen wir anfangs per Flashback eine neue Variante der Todesszene, in der das Skelett erhalten bleibt. Diese neue Timeline ist sowas wie der feuchte Traum aller Fans der klassischen Kaijus. Einige der besten Filme aus Showa-Zeiten werden unter einem Hut gebracht und dürfen so weiterleben. Das hat jedoch einen Nachteil, es gibt wenig wirklich Neues.
So hat man sich zwar das Beste aus allem zusammengeglaubt, aber es fehlt der eigenständige Charakter. Man hat immer ein bisschen das Gefühl, hier ein Fanszenario zu sehen, statt eines großen, echten Godzilla-Films. Tezuka ist ja selbst leidenschaftlicher Godzilla-Fan und hier ist sein innerer Fanboy vielleicht etwas zu sehr mit ihm durchgegangen. Besonders merkt man das, wenn Tezuka Bilder und Momente aus den Vorgängern bedient. Godzilla räumt bei seinem finalen Angriff auf Tokio erstmal die Panzer am Hafen ab, fast genau wie in Return of Godzilla. Beim Schlusskampf setzt Kirio eine Energieklinge ein, die Godzilla genauso zusetzt wie im letzten Film Ghidorahs Blitze. Sogar die Kameraeinstellungen sind fast identisch. Und kennt ihr noch Godzillas Kampf mit den Flugzeugen in GMK, als er mit einem Schuss fast alle Flieger abräumt? Der exakt gleiche Moment kommt auch hier zum Einsatz. Und auch Kirios Ausstattung ist nicht wirklich neu. Seine Superwaffe ist die Gefrierkanone Absolute Zero. Ganz klar eine Abwandlung der Gefrierwaffen aus Destroyer. Sogar die Strahlen sind sehr ähnlich animiert. Und damit man ja auch genau wie GMK die Odo-Insel zitiert, gibt es zu Beginn einen Roboter-Trilobit. Eine kleine Anspielung auf den Fossilienfund Dr. Yamanes. Sogar die Cameos hat man sich von GMK abgeguckt. So sieht man auch hier kurz Takehiro Murata, auch wenn er diesmal am Leben bleibt. Als Mazer-Pilot sieht man einmal den geschiedenen Effektregisseur Kenji Suzuki, quasi ein Aufbau auf Koichi Kawakitas Cameo. Und Misato Tanaka aus Megagiras spielt hier eine kleine Rolle als Krankenschwester. Kaiju-Veteranen freuen sich zunächst über die Premierministerin, denn die spielt die legendäre Kumi Mizuno. Das ist ein netter Tribut an die goldene Showa-Zeit, aber leider hat Frau Mizuno sehr wenig zu tun und wirkt daher recht gelangweilt. Sie gibt die Regierung dann auch recht schnell an Minister Igarashi ab. Jetzt wird es auf eine starke Führung ankommen, Herr Ministerpräsident. Man wird bei den Cameos sogar absurd. So tritt der in Japan sehr bekannte Baseballspieler Hideki Matsui auf. Dessen Spitzname war Gojira und man fand es wohl witzig, dass Gojira in Gojira mitspielt. Matsuis Cameo wird sogar früh vorbereitet, indem Professor Yuhara einen Sonderdeal für seine Tochter bekommt. Es gibt da einen Baseballspieler, der in seinem Vertrag eine Sondergenehmigung für sein Kind stehen hat. Wenn wir so einen Vertrag nun mit Ihnen machen würden. Matsui hatte tatsächlich so einen Deal für sein Kind in Bezug auf die Mannschaftskabine. Für die Japaner war Matsuis Cameo damals sicher ganz witzig, er wirkt aber auch recht bemüht und daher eher unnötig. Auch andere Kaiju-Filme werden zitiert. Godzillas erster Kampf mit den Masern ist in einem Wald und erinnert stark an den Kampf mit Gaila aus War of the Gargantuas. Das ist sicher als Tribut gedacht, aber es unterstreicht auch das Fanfilm-Feeling. Gerade wenn man sich mit der Kaiju-Geschichte auskennt, bekommt man im Grunde nur mehr vom selben. Ähnliches gilt auch für die Botschaft des Films, die ist nämlich fast identisch mit der von Mechagodzilla 2. Der Mensch erschafft künstliches Leben, das sich dann mit dem Natürlichen anlegt. Godzilla wird hier wieder zu einem Naturphänomen. Er kommt anfangs mit einem Taifun an, wird also zur Begleiterscheinung einer Naturkatastrophe. Man spricht sogar über eine solche, während er im Hintergrund an Land geht, schafft also eine klare Verbindung. Taifune gehören zu den schwersten Naturkatastrophen in Japan. Der Hauptunterschied ist eine kleine Abwandlung. In Mechagodzilla 2 heißt es am Ende: Das Leben siegt immer. Künstliches Leben ist also pfui. In Against Mechagodzilla muss der Mensch lernen, Verantwortung für seine Schöpfung zu übernehmen. Jedes Leben ist wichtig und einzigartig, auch das künstlich Erschaffene. Als erste erkennt das Professor Yuharas kleine Tochter Sarah. Ich glaube, er lebt. Er fragt sich bestimmt, wieso er gegen seinen Freund Godzilla kämpfen soll. Man schafft sogar eine Verbindung zwischen Akane und Kiryu. Beide wirken deplatziert und finden keinen Anschluss. Akane meint sogar, dass ihre beiden Leben wertlos sind. Sein Leben ist unerwünscht. Und mein Leben ist genauso unerwünscht. Jedoch erkämpfen sich beide ihren Platz in der Welt. Eben weil das Leben wichtig ist, wird jeder gebraucht. An sich eine nette Botschaft, nur wird sie wieder sehr direkt ausgesprochen. Gerade im Vergleich zu GMK, wo der Subtext großteils subtil mitlief, ist das schon ein Rückschritt. Natürlich hat Tezukas Film auch seine Stärken. Das Erzähltempo ist wieder flott und man mischt erneut Drama und Humor sehr gut zusammen. Hauptwitz kommt dabei von Professor Yuhara mit seinen leicht tollpatschigen Annäherungsversuchen an Akane. Sagen Sie, mögen Sie Kinder?
Das war etwas voreilig, ich sehe schon. Auch der Monsterkampf wird mit Witz gewürzt. So wirft Kirio Godzilla am Schwanz durch die Gegend, so wie einst King Kong. Anders aber als bei Megagiras übertreibt man diesmal nicht so stark und schadet damit nicht der Schwere der ernsten Passagen. Direkt rührend ist dabei Sarahs Hintergrundgeschichte. Ihre Mama starb, als sie zum zweiten Mal schwanger war. Sarah hat also nicht nur ihre Mutter, sondern auch ihr ungeborenes Geschwisterchen verloren. Seit dieser Zeit ist sie sehr empfindlich, wenn es um Leben geht. Tezuka betont allgemein die menschlichen Verluste. Es sterben zwar diesmal keine Leute vor der Kamera, aber beim Monsterangriff sieht man deutlich, was die Menschen an Lebensgrundlage einbüßen. So zeigt man ganz gut, dass hier die Menschen und nicht Effekte im Vordergrund stehen. Bei Hauptfigur Akane Yashiro wird es ziemlich düster. Schauspielerin Yumiko Shaku legte ihre Figur bewusst an Depressionen leidend an. Das wird zwar nie direkt ausgesprochen, aber man sieht es deutlich. Akane nimmt ihr eigenes Leben als wertlos wahr, weil sie lange komplett allein zurechtkommen musste. Ich hatte weder Eltern noch Geschwister. Ich war ganz allein auf der Welt. Sie verlor als Kind ihre Eltern, was sie zu einer beinharten Kämpferin gemacht hat, die niemanden an sich ranlässt. Stark sein, Rückgrat zeigen und immer wieder aufs Neue kämpfen. Bei der Armee scheint Akane aber gefunden zu haben, was ihr bisher verwehrt blieb. Eine Familie. Bei der Truppenübung am Anfang wirkt sie entspannt und integriert und auch ihr Vorgesetzter Togashi ist ihr gegenüber direkt väterlich. 3 Jahre Archiv. Sind genug. Bestimmt nimmt sie deswegen den Unfall beim ersten Kampf so schwer. Sie kann es nicht ertragen, ihrer Familie geschadet zu haben. Sie nimmt das Archiv freiwillig auf sich. Ich übernehme jede Verantwortung für den Zwischenfall. Obwohl sogar die Untersuchungskommission den Fall gar nicht so streng sieht. Wenn es während ihres Dienstes zu Opfern kommt, macht sie niemand dafür verantwortlich. Keiner soll ihr zu nahe kommen. Es könnte ja wieder jemand verletzt werden. Verstärkt wird ihr Minderwertigkeitsgefühl durch Kamerad Hayama, der bei Akanes Unfall seinen Bruder verloren hat. Wegen eines unfähigen Soldaten sein Leben zu verlieren, wäre das Dümmste, was passieren kann! Erst als Akane bei Kirios Amoklauf Hayama das Leben rettet, kann sie sich langsam öffnen. Sie nimmt ihre Rolle bei der Einheit mehr an, verdeutlicht dadurch, dass nun auch sie das offizielle Käppi trägt. Und mit Sarahs Hilfe lernt sie endlich auch, ihr eigenes Leben wertzuschätzen. Allein, dass sie da sind, ist ein Geschenk. Jedes Leben ist einzigartig. Das gilt auch für sie. Sarahs Vertrauen gibt Akane neue Kraft und Zuversicht. Als sie Kirio am Ende von innen steuert, schlägt sie ihr altes Verhalten endgültig. Kurzzeitig liegt sie wie Kirio am Boden und erinnert sich an ihre alten Fehler. Dazu kommt nun aber auch die Gewissheit um ihre Stärke und ihre Freunde. Akane, du darfst nicht sterben. Halte durch. So rafft sie sich auf und erringt einen persönlichen Sieg. Zeig es ein! Streng dich an! Sogar Hayama akzeptiert sie nun voll und will sich sogar für ihren Kampf gegen Godzilla opfern. Er blockiert Godzillas Hitzestrahl mit seinem Flieger, um Akane freies Schussfeld zu geben. Wobei Akane natürlich einen Weg findet, Godzilla zu schlagen, ohne Hayama zu verlieren. Gibt der Godzilla keine Ruhe, dann hält man ihm die Schnauze zu. Akanes Entwicklung ist mit der beste Aspekt des Films. Sie passiert schrittweise und glaubwürdig, auch weil man sie an Kirio bindet. Der ist nach seinem Amoklauf ja ähnlich unerwünscht, wie Akane sich fühlt. Was wird aus der Kirio-Einheit? Ich bin mir nicht im Klaren. Yumiko Shaku bringt die Entwicklung auch gut raus, indem sie anfangs oft stumm und zurückgezogen alles hinnimmt und später voll die Initiative ergreift. Kirio von innen zu steuern, ist ja allein Akanes Idee. Ich geh runter! Halt! Halt, Yashiro! Kana Onodera gibt als Sarah quasi eine jüngere Akane. Sie hat einen schweren Verlust erlitten und der bringt sie auf den gleichen Weg, den Akane gegangen ist. Sie trägt stets eine Pflanze mit sich herum. Das letzte Geschenk ihrer Mutter und damit ihre einzige Verbindung. Akane erkennt das sofort. Worüber unterhältst du dich so jeden Tag mit deiner Mutter? Sarah hält sich also über die Pflanze an ihrem Verlust fest und wirkt wohl deswegen auch manchmal sehr pessimistisch. Die Erwachsenen sagen dauernd, wie wichtig das Leben ist.
Aber das ist gelogen. Akanes Einfluss weckt aber nicht nur Sarahs Vertrauen, sondern wirkt sich auch positiv auf Sarah selbst aus. In der Post-Credit-Scene erfahren wir, dass auch Sarah ihren Verlust überwinden konnte. Wo ist deine Pflanze? Onodera ist eine der besten Kinderdarstellerinnen der Reihe. Sie bringt sowohl Sarahs Traurigkeit als auch den Witz im Umgang mit ihrem Vater sehr schön raus. Für Papa auch einen, bitte. Guten Tag. So was Durchsichtiges. Hä? Shin Takuma als Professor Yuhara hat eine zentrale Rolle und macht Kiryu mit seiner Forschung erst möglich. Er sieht sich selbst als Biologe in einer großen Verantwortung. Ich setze alles daran, dass vom Aussterben bedrohte Kreaturen erhalten werden können. Irgendjemand muss es tun. Ich betrachte das als Pflicht desjenigen, der jeden Tag daran beteiligt ist, dass die Umwelt zerstört wird. Takuma gibt Yuhara aber eine leichte und witzige Note. Sogar bei großen Problemen wirkt er nie zu ernst. Er wird damit zum fröhlicheren Gegengewicht zu Akane und lockert so die Menschenszenen immer wieder auf. Wir werden uns Mühe geben. Auch ihretwegen, Akane. Das war wohl wieder überflüssig. Heisei-Veteran Akira Nakao tritt als Premierminister Igarashi auf. Im Grunde ist er fast wie damals als General Aso, nur weniger verbissen und mit mehr Verantwortungsgefühl. Er vergisst am Ende nicht, was der Kampf gekostet hat. Tragisch ist nur der Tod so vieler Menschen. Und er steht voll zu seinen Entscheidungen. Immerhin lässt er Kiryu trotz Amoklauf erneut antreten. Wir setzen Kiryu ein. Ich übernehme alle Verantwortung dafür. Lustigerweise tritt Koichi Ueda als Igarashis Assistent auf, so wie er zu Heisei-Zeiten Asos Vertrauten gab. Für die beiden hat sich also nicht viel geändert. Godzillas Design sieht aus, als hätte man die Kostüme der drei Vorgänger zusammengemischt. Er geht nun wieder aufrechter, hat mehr Heisei-Elemente, behielt aber die Krokodilschnauze und die spitzen Rückenplatten. Sein Hitzestrahl ist wieder etwas feuerähnlicher, aber trotzdem klassisch blau. Tezuka hat das einfach vom Vorgänger übernommen, so wie er damals den roten Strahl aus Millennium übernommen hat. So bedient man auch bei Godzilla alles, was schon früher funktioniert hat. Gewöhnungsbedürftig sind aber die Plop-Geräusche, wenn Godzilla seinen Strahl auflädt. Sein Gesicht ist erneut sehr lebendig, auch wenn er manchmal die Augen übertrieben weit aufreißt. Ein Problem ist Godzillas Motivation. Es wird davon ausgegangen, dass ihn die Knochen in Kiryu anziehen. Wenn ich mir überlege, dass wir Kiryu aus Godzillas Skelett gewonnen und Godzilla gerade dadurch angelockt haben, ist das erschreckend. Dafür gibt's zwar nie einen Beweis, sondern nur Igarashis Satz, aber es ist zumindest etwas. Deswegen ist es auch komisch, dass Godzilla nach der ersten Konfrontation einfach geht. Es ist noch stimmig, dass er etwas verwirrt wirkt und sich nicht wehrt. Wenn er die Knochen spürt, dann hat er ja wohl auch einen Artgenossen erwartet und kein Metallungetüm. Futter? Futter bist du das? Warst du beim Schönheitschirurgen? Du hast doch eindeutig was bei die Schuppen machen lassen. Aber warum geht er einfach, als sein Gebrüll Kiryu dank Flashback-Trigger außer Gefecht setzt? Man möchte meinen, er würde die Chance nutzen, um seinen Metallzwilling jetzt genau zu untersuchen. Vielleicht ist ihm was Wichtiges eingefallen. Ach du Schande, ich hab den Ofen nicht ausgeschaltet. Oh, Herrschaftszeiten, hoffentlich steht die Bude nu. Kiryu ist der bis heute tragischste Mechagodzilla. Dadurch, dass er auf Godzillas Knochen passiert, hat er ein organisches Element, ist also tatsächlich mit Godzilla verwandt. Er ist damit als erster Mechagodzilla echtes, künstliches Leben und hat über die Knochen sogar die Erinnerungen des ersten Godzilla. Die Szene, in der die erwachen, finde ich direkt gruselig. Stellt euch nur selber mal vor, ihr erwacht plötzlich in einem kalten Metallkörper mit Erinnerungen an Atompilze, Schmerz und Tod. Da ist es nicht verwunderlich, dass Kiryu Amok läuft. Spannend ist, dass sich sein Gebrüll mit dem erwachten Bewusstsein ändert. Vorher und nachher brüllt er mechanisch. Hier aber wie der echte Godzilla. Kiryu darf aber seine Erinnerungen nicht behalten. Sie werden unterdrückt, sodass er nur noch eine steuerbare Maschine ist. Wir versuchen jetzt eine neue DNA herzustellen, indem wir die alten Basen durch konjugierte Basen ersetzen. Wenn uns das gelingt, wird Kiryu nicht wieder von Godzilla beeinflusst. Der Mensch missbraucht also das von ihm geschaffene Leben, statt sich seiner Probleme anzunehmen. Sehr gut finde ich auch, dass dieser Mechagodzilla einen Namen hat. Kiryu bedeutet zwar im Grunde nur mechanischer Drache, aber es gibt dem Monster mehr Charakter.
Er ist nun eher eine eigene Person und nicht nur eine Godzilla-Kopie. Bei Kiryus Design spiegelt sich ebenfalls die gesamte Machart des Films. Er sieht aus, als hätte man seine Vorgängermodelle fusioniert. Passt aber hier sehr gut. Kiryu wirkt wie eine organische Metallkonstruktion, was ja auch seinen Charakter spiegelt. In den Kostümen bemühten sich wieder Tsutomu Kitagawa als Godzilla und Super Sentai-Veteran Hirofumi Ishigaki als Kiryu. Die Effektregie übernahm diesmal Yuichi Kikuchi, der vorher an Ultraman gearbeitet hat. Und das merkt man auch. Seine Miniaturen sind deutlich bunter und farbenfroher als in den Vorgängern. Also so, wie man es eher von Ultraman erwartet. Dadurch wirken sie leider manchmal recht künstlich. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass dieser Stil grundsätzlich schlecht ist. Aber es ist ein klarer Bruch mit dem Rest der Millennium-Reihe, bei der die Miniaturen realistisch gehalten wurden. Manchmal fühlt man sich daher ein bisschen wie im Legoland. Dafür überzeugt das CGI, es ist hier sehr dynamisch und mischt sich auch ganz gut mit den praktischen Effekten. Schön sind auch die kleinen Wow-Momente, etwa wenn in ganz Tokio die Lichter ausgehen, als man alle Energie in Kiryu umleiten muss. Leider hat Kikuchi auch einige zweifelhafte Tendenzen. So lässt der Godzilla bei Beschuss dastehen wie eine Salzsäule. Er reagiert gar nicht auf die Maser und Raketen. Sicher ist Godzilla unverwundbar, aber er spürt doch Schmerz. Sogar Shusuke Kanekos Kriegsgodzilla hat auf Beschuss reagiert. Dadurch wirkt der Monsterkönig recht teilnahmslos. Auch weil es sein Verhalten im Rest der Millennium-Reihe bricht. Und dann sind da einige fragwürdig schnelle Schnitte beim Schlusskampf und eher maugemachte Slow-Motion-Aufnahmen. Das trägt gar nichts bei und sieht auch nicht sonderlich eindrucksvoll aus. Kikuchi fabrizierte zudem den peinlichsten Effektfehler der gesamten Reihe. Schaut euch hier mal diesen kleinen Punkt ganz genau an. Ups, da hätte man nicht am Fliegenfänger sparen dürfen. Schon blöd, wenn ein kleines Insekt in so kurzer Zeit die mühevoll aufgebaute Illusion kaputt macht. Über jeden Zweifel erhaben ist Michiro Oshimas Musik. Sie baut ihren Stil aus Megagiras weiter aus und bringt wieder ihr wunderbar schweres Godzilla-Thema. Panzereinheit Nummer 1 feuerbereit. Ziel erfassen auf Richtung 3 Uhr. Ziel gesichtet und Feuer. Wunderbar heroisch ist ihr Kiryu-Thema. Damit unterstreicht sie dessen Hauptaufgabe: die Rettung vor Godzilla. Oshima wird aber auch einfühlsam bei Akane und Sarah. Übrigens klingt ihre Musik nicht zufällig orchestraler. Shogo Tomiyama schloss einen Deal mit dem Moskauer Symphonieorchester. Oshima konnte es für den Soundtrack nutzen und freute sich natürlich über die so gewonnene Größe. Zum ersten Mal in der Millennium-Reihe gibt's übrigens keine Melodien von Akira Ifukube. So traut man sich, zumindest musikalisch, mehr Selbstständigkeit zu. Im März 2004 erblickte Against Mechagodzilla in den USA das Licht der DVD-Spieler und durfte zwei Jahre später auch in die deutschen Heimkinos. Godzilla Against Mechagodzilla erschien wie die Vorgänger bei Splendid Film auf DVD. Release war am 10. August 2006. Als Professor Yuhara hören wir Marco Kröger. Marvel-Fans kennen ihn vielleicht als die deutsche Stimme von Heimdall. Was die deutsche Fassung angeht, hat also ein Gott mitgeholfen, Kiryu zu bauen. Hier überzeugt er vor allem in den witzigen Szenen mit seiner ruhigen, humorvollen Art. Wenn Kiryu von Godzilla geschlagen wird, dann werde ich als Verantwortlicher mich dafür entschuldigen, indem ich sie zum Essen einlade. Jan-David Rönnfeld gibt Akanes fiesen Kameraden Hayama. Rönnfeld ist dabei ein richtiges Arschloch. Wegen seiner aggressiven Art hasst man ihn sofort, was für Hayama ja passend ist. Sieht so aus, als hättest du viele Fans bei den älteren Herren. Du hast wohl besondere Pheromone, nicht wahr? Schließlich gibt Wolf Fraß erneut die Stimme von Akira Nakao, und zwar im besten General Azo-Style. Er ist nur etwas ruhiger, klingt aber gewohnt, rau und fest. Wir wollen so eine Art biologischen Roboter bauen. Wir werden diese Knochen benutzen, um die bisher stärkste Waffe gegen Godzilla zu entwickeln. Leider verballhornt man Igarashis Namen einmal zu Ishigari. Herr Ishigari.
Godzilla Against Mechagodzilla ist kein schlechter Film. Er mischt sehr gut Humor und Drama, hat eine interessante Hauptfigur und überzeugt mit flottem Erzähltempo. Jedoch ist kein Aspekt des Films wirklich neu und vor allem Genre-Veteranen erkennen das überdeutlich. Wer sich aber daran nicht stört, der findet einen unterhaltsamen Film von einem Fan für die Fans. 4 Punkte. Shogo Tomiyama ging beim Release auf Nummer sicher. Genau wie der Vorgänger wurde auch Mechagodzilla mit einem Hamtaro-Film gekoppelt. Das stand diesmal von Anfang an fest und wird sogar im Film kurz gezeigt. Der kleine Hamster von Sarahs Freunden ist eine Hamtaro-Anspielung. Der Erfolg wollte sich aber nicht wie gehofft einstellen. Against Mechagodzilla fand nur 1,7 Millionen Zuschauer. Auch die Kritiken waren nicht so toll, viele bemängelten die fehlende Eigenständigkeit. Weil aber vor allem Kinder gut auf den Film reagierten, hielt Tomiyama an dem Szenario fest und beauftragte Tezuka mit einem Nachfolger, der den Wert des Lebens noch weiter ergründet. Aber das schauen wir uns ein anderes Mal an. Das war Marcus & Movies, wir sehen uns beim nächsten Mal und dann mit göttlichem Einfluss.